Hallo, ich bin Heike von der Deutschen Täuflinggesellschaft und ich möchte euch heute gerne mal zeigen, wie man ein Kleid oder generell Kleidung, die man sich selber genäht hat oder vielleicht auch gekauft hat, individuell umgestalten kann. So, nun sieht es so aus. Ich hatte mich für dieses relativ einfache Muster hier entschieden, das zu sticken. Und habe mir das erst einmal auf Papier vorgezeichnet. Am besten nimmt man Korrepapier, dann sieht man auch am besten, ob man relativ gleichmäßig in den Umrandungen ist, um dass es halt schön aussieht. Anschließend habe ich es einfach mal ausgeschnitten aus Papier. Man kann x-beliebige Sachen nehmen, die man dann später auch kombinieren kann. Man könnte vielleicht jetzt noch ein drittes Muster dazu nehmen, um es dann auf den Stoff zu übertragen. Gehe dann hin und lege es dann auf den Stoff, den ich dafür ausgewählt habe. In dem Fall ist es ein wunderbarer Baumwollstoff, der sich halt nicht verzieht und auch beim späteren Annähen hier außen nicht mehr gesäumt werden muss, zwecks Ausfransen. Ich habe dort das gute Stück aufgelegt, habe es dann nachgezeichnet. Man kann es dann entweder mit einem speziellen Kreidestift nachzeichnen, oder mit einem Phantomstift ist auch die Möglichkeit. Nur bei ihm muss man bedenken, der reagiert bei Sauerstoff, also bei Luft, und geht nach ein paar Stunden weg. Das heißt, man sollte sich nicht das ganze Motiv vorzeichnen, sondern erst ein paar Teile und dann sie sticken und dann nochmal neu weiter anzeichnen, in diesem Fall an dieser fortlaufenden Borde. Alternativ könnt ihr natürlich auch erstmal auf einer Folie vorzeichnen, wenn ihr etwas andere Muster haben möchtet und sie dann schließlich auf eine sehr dünne Folie mit einem Folienstift aufzuzeichnen. Allerdings sollte man dabei aufpassen, beim Durchstechen, beim späteren Sticken durch das Folienmaterial, es färbt gerne mal. In dem Augenblick sollte man die vorher vorgezeichnete Seite, die rechte Seite, auf die linke Seite drehen und dann kann man da wunderbar durchsticken und das Motiv auf den Unterstoff zu bringen. Wenn man damit fertig ist, vorsichtig die Folie wieder aus dem Gestickten herausziehen und friemeln mit einer Nadel am besten, ohne die Stickerei dabei zu zerstören oder zu auseinanderziehen zu müssen. So, nun habe ich mich dafür entschieden, es halt mit einem dunklen Stift aufzumalen und vorzuzeichnen. In dem Fall wird dieses Stoffband später auf einen Kleid aufgenäht. Somit sieht man die linke Seite des Stoffes nicht mehr. Damit kann man dann relativ einfach hingehen und in seinen vorher geteilten Stickfaden einfach einen handelsüblichen Knoten hineinmachen, mit dem man dann von der linken Seite einmal hervorkommt, dann circa 4 mm nach vorne geht, durchsticht das Tuch und wieder 4 mm nach vorne herauskommt. Nun geht man einfach hin und sticht einmal wieder zurück, geht noch einmal 4 mm vor den vorhergehenden Stich. So entsteht eine Kette von aufeinanderfolgenden Stichen, die später den zweiten Stich am Tuch festhalten und somit es später aussieht, als würde auf dem Kleid auf der Borde ein Kordel aufgelegt sein. Das beendet man halt über alle Stiche, die man sollte nur eins dabei achten, hier nicht zu stark zu ziehen, so dass man den Stick gut oder den Stickstoff zusammenzieht. Ich selber mittlerweile kann es ohne Stickrahmen. Am Anfang sollte man vielleicht erstmal einen Stickrahmen ausprobieren, ob das besser geht, damit das halt später das Stickgut flach liegen bleibt. So, wenn ihr euch die fantastische Mühe gemacht habt und fertig seid mit dem ersten Vorstich auf eurem
Stickgut. Dann wieder nehme ich den Faden, aber diesmal einen Vollfaden, nicht geteilten Faden. Mache wieder den obligatorischen Knoten auf der Rückseite rein und komme dann wieder von der linken Stoffseite auf die rechte Stoffseite raus. Ich muss mich jetzt einfach nur entscheiden, ob ich immer von links nach rechts oder rechts nach links zwischen Stoff und dem ersten Stich einfach durchgehe. Ziehe das Ganze vorsichtig ein bisschen stramm und wickel wieder von derselben Seite unter dem Stich durch, so dass im Groben und Ganzen eigentlich die Optik einer aufliegenden Kordel dadurch entsteht. Und dies führe ich halt auch bis zum Ende des ersten Stiches über das gesamte Stickgut durch. Und dann habe ich mit relativ einfachen Mitteln mir eine Borde hergestellt, die ich dafür dann verwenden kann, auch wenn ich mal geschickt nicht so doll am Nähen bin, mir ein fertig gekauftes Shirt, Kleid, Oberkleid, Mantel einfach zu verzieren mit einfachsten Mitteln. Und es geht vor allen Dingen auch relativ zügig. Und am Anfang sticht man halt noch nicht so sauber, aber es fällt erstmal gar nicht so stark auf, wenn man beim ersten Stich nicht ganz so perfekt gewesen ist. So. Wenn ihr dann fertig seid mit eurem tollen Band zu sticken, dann ist es die Möglichkeit, es nicht mit der Maschine anzunähen, sondern es mit einem Federstich auf den Unterstoff aufzutragen. Indem man einfach ein Stück vorgeht, durch beide Stoffe wieder herauskommt und in der hinten entstehenden Schlinge einfach noch einmal hindurch geht und dann vorsichtig auch wieder festzieht. Und das wiederholt man, bis man dann es geschafft hat, sein Stickgut in dem Falle auf das Kleid oder auf die Tunika aufzunähen. Sieht schön aus. Und dadurch, dass das Oberteil ein Wollstoff ist, braucht man ihn auch absolut nicht zu säumen. Der wird nicht ausfransen, selbst wenn ihr euer Kleidungsstück mal mit in die Wäsche geben werdet. So, so kann es dann aussehen, wenn ihr es geschafft habt, das Band fertig zu sticken, es dann mit einem Federstich aufzusticken. Denn auch der Federstich kann auch dazu genutzt werden, eine mit der Maschine genähte Naht zu kaschieren. Einfach nur, um dem Ganzen halt noch einmal so einen kleinen gewissen Pfiff zu verteilen oder zu geben. Eine individuelle Note halt. So, nun bin ich am Ende meines Vortrages. Ich hoffe, ich habe euch viel Anregungen, viele Tipps geben können. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mir auch vielleicht nächstes Jahr auf dem Tolkien-Tag. Und ich wünsche euch allen trotz allem eine gesunde Zeit bis nächstes Jahr und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Jahr bei uns wieder oder bei mir mit auf die Workshops kommt. Ich wünsche euch, wie gesagt, Namaste.